So, ich wusste gar nicht, was ich sagen wollte. So, moin und herzlich willkommen zu Let's Play Crisis Core Final Fantasy 7. Yo, im letzten Part haben wir den Versorgungsteil von den Marco-Dingern oben erreicht. Muss ein bisschen mehr Gear machen, haben es verkackt da oben aber ordentlich. Und sind jetzt auf dem Weg nach weiter rein. Wir sind fast im Medioheim jetzt angekommen, glaube ich. Aber haben jetzt noch einen Kampf. Ich habe ein paar Materie fusioniert, wie ihr im letzten Part gesehen habt. Wir haben jetzt CP stärker maximiert einmal. Ich habe es mit Wirbelwind-Wirbel-Attacke fusioniert und passt schon. So, die Begrüßung ist mir egal, die bleibt jetzt so drin. Ich habe keinen Bock nochmal die Partner zu starten. Deswegen, ich habe schon lange keinen Startfehl mehr gehabt. Das ist schon lange her. So, passt schon. So, ab noch mit Deoheim. Ich wusste echt nicht, was ich erst sagen wollte gerade, ohne Scheiß. Ich habe gesehen, überlegt so, wie willst du jetzt begrüßen? What's the meaning of this? You need me, Genesis. Remember that. If you get rid of me, who's going to stop the degradation? The Genova cells. Stop! Cloud, good work! But nobody knows where the Genova cells are being kept. Not even Hojo knows. You'll never find it. Then I shall willingly accept my fate. But I'll take the world with me. Cloud, go! Oh. Ich würde sagen, wir müssen das erste Mal, glaube ich, jetzt gegen Genesis direkt kämpfen. Oh, man macht gleich Nachttanz. Das ist gefährlich. Howl in Terror. Shinra Lapdogs. Ich weiß jetzt nicht, was passiert. Wir kriegen bestimmt Schaden. Nee, nicht direkt Schaden. Blitzra. Ja, mal kurz mal Virgena schon mal zur Sicherheit machen. Mal gucken, was er hat. Zack, Elixier geschnallt, ist klar. Okay, jetzt hat er, ich glaube... Ach, wir blocken gerade. Ach, wir haben physische Resistenz. Okay, alles klar. Und wir haben Fluch drauf. Das ist jetzt nicht gut, glaube ich. Au. Okay, wir sind erstmal down. Da haben wir unser Schutzengel verbraucht. Phasenmodulation direkt. Ich sehe es gerade. Das ist schlecht. Das hat mir 3×700 Schaden gemacht gerade. Und verkackt. Scheiße. Kein Level up, gar nichts. Okay. Ich habe noch eine Phönixfeder auch irgendwo, ne? Ich werde sie nutzen, ich muss sie nutzen. Sei es mir. Würde das auch klingen? Fuck, was geht? Okay, wir haben ein großes Problem, denn jetzt habe ich keine Phoenix wieder mehr. Aufpassen, 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 aufpassen. Wenn er dunkle Energie macht, muss ich auf jeden Fall versuchen, irgendwie auszuweichen. Okay, jetzt bin ich vergiftet. Na top. So. Aber ich muss auf jeden Fall die Gift. Ach, kacke, Nachttanz. Ich glaube, wir verlieren alle MP jetzt. Oh Mann, 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 ey. Ein böser Kampf. Ein sehr böser Kampf. Man merkt es mir jetzt schon an. Aber ich kann nichts mehr heilen gerade. Hallo, kannst du mal bitte dein Heilmittel werfen? Danke. So, okay. Dann wäre Regina. Und Cloud Phasenmodulation. Das ist gut. Oh mein Gott, was ein Kampf. Was ein Kampf, was ein Kampf. Es kann sein, dass wir hier sterben. Wenn mein 6 Materie levelt, mein Kraftverstärker, mein SP-Verstärker. So, müssen trotzdem übelst aufpassen. Mein Regener ist nicht so schlecht dabei. Nur Dunkelenergie macht mir Angst. Phasenmodulation. Oh Gott, zum Glück. Bitte klapp, bitte klapp, bitte klapp, bitte klapp. Nein, nein, falsche Richtung. Nein. Oh, warum klappt das denn jetzt gerade nicht? Okay, haben wir ausgewichen. Okay, müssen, wenn der Angriff kommt, ihn versuchen auszuweichen. Also müssen wir versuchen, ihn wegzulaufen. Nicht davor stehen bleiben. Das kriegen wir übel zu Schaden. Alter, ist okay. Nochmal Aerith, okay. Das ist gut. Das Schlechte ist natürlich jetzt, dass wir gar nicht mehr unbesiegbar sind. Es klappt, Phasenmodulation, kein Level up, aber 6 Materiellevel noch einmal.
auf Level 4 hoch, direkt. Phasen oder Rausch, Heilwellen, ich glaube, wir sind unbesiegbar jetzt wieder. Oder kriegen wir, warte, da kriegen wir die Schutzengel? Oder ich weiß es jetzt nicht genau, kriegen wir die Schnee, wir sind unbesiegbar, okay. Es gibt eine andere Materie, die das auch machen kann. Die eine Materie, andere Beschwörung. Die mich unbesiegbar machen kann. Oh, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Okay, keiner getroffen, alles klar. Wow. Okay, Nachttanz. Ja, ist halt so. Wow, Leute, das war übelst knapp gerade. Alter, war das knapp, ey. Junge, ich hatte echt Angst, dass ich jetzt sterbe, ey. Ja, ich glaube, ich habe mal ein bisschen dumm angestellt. Jetzt habe ich noch ein P, okay. Okay, 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 alles cool. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Wir haben auch genügend Leben. So passiert mir erstmal nichts. Magieabwehr kannst du gerne machen. Ich zauber so nicht auf dich. Deswegen ist es egal, was du machst. Immer schön Druck da. Okay, ich glaube, er macht eine Dunkelenergie gleich. So nach seinem normalen Rhythmus müssen wir Dunkelenergie machen. Oder? Bin mir jetzt nicht sicher gerade. Schwarzfedern. Okay. Hat er nicht erwischt mit. Mein Regina ist noch aktiv. Mein Fluch. Ich bin auf der Flucht noch. Na ja, klar. Da kann man von hinten angreifen. Ja, gut. Dann machen wir ein bisschen Schaden wieder. Und Scheiß hat bei ihr rein. Wow. Jetzt hab ich gedrückt. Wow. Sure. Dreams of the morrow. Half a shattered soul. Pride is lost. Wings stripped away. The end is nigh. Such is the fate of a monster. We're not monsters, you hear me? We're a soldier. Where's your honor? Even if the morrow is barren of promises, nothing shall forestall my return. If this world seeks my destruction, it goes with me. Genesis. Wow. Wow, das war echt knapp. Genesis wurde der DBW-Matrix hinzugefügt. Das ist... Ach ja, stimmt, wir kriegen... Stimmt, das habe ich dir gesagt beim letzten Part. Sitzt sie noch da oben? Ne, sind weg. Seng, Cloud ist auch weg. Ja, ab nach Meteoheim. Nanu, vermutlich geht es hier weiter nach Meteoheim. Ja, wie gesagt, ich zeige euch das gerne nochmal. Hier öffne ich mein Menü halt, um zu speichern. So, Save State zu setzen. Falls ich den Part nicht am Steuerpunkt beenden kann. Ne, damit ihr das wisst. So, Meteoheim. Huge. Meine Mail. Haben wir gegen Genesis knapp gewonnen. Das war echt schon etwas knapper, muss man sagen. Das hätte auch schief gehen können. Ach, wir sind verflucht. Das steht, das Stimme steht. Ah, fuck. Wir müssen das Ding wegbekommen, der Mann. Okay, erstmal bekämpfen die jetzt erstmal. So, Blitzrer. Blitzrer. Alter, ist okay. Stimmt, wir sind verflucht noch. Haben vergessen. So, zack. Grill-Attack. Und Grill-Attack. Sind ja verflucht worden. Stimmt ja. Zweimal sogar. So, Materialien werde ich mal Medica nutzen. Wir haben zumindest hier entflucht. So, dann dreht sich die DBW-Matrix. Wenn wir verflucht sind, dreht sich die DBW-Matrix nämlich nicht. So, seht ihr Genesis nicht hier da? Und da unten rechts seht ihr ihn, genau. Ist im Prinzip wieder Beschwörung, kann man sagen. Ihr werdet es aber sehen, sobald er mal auftaucht. Sobald es mal passiert. Dann werdet ihr sehen, worauf ich das meine. Wie ich das bezogen habe. Ja, das ist nicht normal, was, wie das auftauchen wird. Was soll ich jetzt? Irgendwas wollte ich gerade machen, jetzt weiß ich mal was. Egal, scheiß drauf. Das fällt mir bestimmt wieder ein. Ich weiß, wo wir sind, ey. Ich weiß, wo wir sind. Wir sind am Badeausgleich. Und, ja. Das ist tatsächlich das Kapitel mit der traurigen Stelle hier. Oh oh. Oh oh. Eisra halten. Ja, wir kommen langsam die Radzauber.
So, Badehaus-Action. So, mal schauen. Erstmal gucken, was wir hier machen sollen. So, einmal Ether. Da hätten wir auch noch eine Truhe, die habe ich gesehen gerade. Aber erstmal, wenn wir Käferkämpfe. Geil, Käferkämpfe. Und ich habe Blitzrunner ausgewählt. So. Alter, was ist gerade für Phasenmodulation mit Cisney? Es kann nicht sein, dass Genesis einfach mit mal so drin auftaucht. Wie wär's mit Abendessen heute? Tut mir leid, ich habe gerade einen Auftrag bekommen. Echt? Wie schade. Soll ich mit deinem Vorgesetzten reden? Würde ich dir nicht raten. Unser Boss versteht keinen Spaß. Ich glaube, es müsste Zeng sein. Und die zweite Materia Level. Das ist schön, das ist Wirbelattacke. Somit kriegen wir noch mehr HP. Oder? Müssen wir eigentlich. Glückssterne Stufe 3. Oh yeah. Somit machen wir kritische Treffer. Und müssen auf Orbital sein. Das ist sehr gut. So, nicht Stellar sogar. Sogar auf Stellar. Das ist sehr gut. Dann haben wir nämlich noch die größte Chance, das Level steigen. So, lass doch erstmal die Truhe einsammeln. Nein, da kommt noch ein Kampf. Mein Gott, wollt ihr mich nerven oder was? Geh weg. Gott, das hat nicht geklappt. Schade. Keine Phasenmodulation. Konflikt behoben. So, was geht hier ab? Truhe, einmal High Potion. Ah, ich muss kurz was nachschauen nochmal. TP plus 60%, ja. Ich habe gerade HP dazu gekriegt denn? Ich bin gerade verwirrt. Ich bin gerade verwirrt. Warum wir kein Leben dazu bekommen? So, Cisney noch einmal. Sehr schön. Klappt es dann noch das zweite Mal? Ja, es klappt anscheinend noch mal. Kennen wir aber schon. Und es klappt. Und kein Level Up für die Materie. Oh, aber wir kriegen wieder Glückssterne Stufe 5. Oh yeah. You can do it, Zach. So, da wir schon auf Orbital sind, ist es egal. Schade. Das hat absolut gerade keinen Sinn. So, zack, tschüss. So. Ich werde jetzt nicht die ganzen Glück verballern schon für die Kämpfe, bevor wir den Bossfight gleich haben. Das wäre hart. Vor allen Dingen müsst ihr bedenken, wir haben nicht mal eine Phönixfeder mehr. Ja, dadurch, dass ich die verloren oder benutzt habe einmal, sonst wären wir voran verreckt. Okay, klappt. Hat mich nicht erwischt. Okay, weiter geht's. Und tschüss, Mann. Okay, weiter geht's. Hier kann man auch ein paar kleine Sidequests erledigen. Die werde ich jetzt aber nicht machen. Ich werde einfach nur weitergehen. Badehaus. Hm. Ah, Gegner, hi. Das ist ein Greif oder sowas, ne? Kann das sein? Na, Zack, was sagst du dazu? Gar nichts. Okay, Feuerer. Okay, die sind schon ein bisschen gefährlicher. Die können schon stärker Zauber. Okay, Phasenmodulation mit Aerith. Wenn wir Glück haben, kriegen wir den unbesiegbar gerade. Du, Zack. Ja? Kannst du auch Sand an den... Was soll ich? Na sicher, geht es immer aus mir aus, wenn ich es schaffe. Okay, aber wenn du es nicht schaffst, darf ich mir was wünschen. Ist gebongt. Oh, hoppla. Warte, noch ein Versuch, bitte, ja? Also gut, nur ein. Hä? Siehst du, habe ich doch gesagt. So. Die Szene hatten wir echt noch nicht. Okay, und Level up. Level 15. Oh yeah. Es ist auf Orbital noch weiterhin. Heilwellen. Good luck. Yay. Good luck. Thanks. So. Gott, volle Leben haben wir wieder. Das ist sehr gut. Da können wir ein bisschen Schaden austeilen. Das ist gut. Wir haben fast Phasenmodulation noch einmal. Fast Level 16 sind wir schon. Okay, klappt das? Ja, es ist was anderes. Lass den Geist im Körper 1 werden. Hoa. Puh. Was meinst du? Gar nicht schlecht, oder? Lediglich deine Wahrnehmung war konzentriert. Deine Kraft hat sich noch nicht voll entfaltet. Ja, naja, zugegeben, war nicht mehr wie beim letzten Mal. Für den richtigen Bewusstseinszustand. Oder du wirst nie ein Erster. Und gut, weiter geht's. Jetzt echt? Jetzt, Angel, wir sind schon Erster. Level, die zweite Materie, Level Wirbelattacke nochmal. Stufe 3.
So, Sturmgriff Stufe 4. Prove your honor to me. Oh yeah. I got it. So, zack. Ja, es gibt ordentlich Schaden, wie man sieht. Das ist gut. Und Angriff. Hui. Okay. Ist er down? Nein, immer noch nicht. Er lebt immer noch. Schade. Und Schuss, Mann. Okay, er lebt immer noch. Jetzt nicht mehr. Vitra. Sehr schön, wer Vitra bekommt. Eine bessere Heilungsmöglichkeit als Vita. Ein Angel-Monster. Heißt das, dass Angel auch hier ist? Das werden wir bestimmt gleich erfahren. Warte ab. So, Vita ist nur Stufe 2. Das kann ich ihn direkt austauschen mit Vitra. Wo ist das denn? Da ist es. So. So, kurz mal die Truhen öffnen hier. Und dann gehen wir weiter. Wir müssen eh die Treppe da hoch, meine ich. Hier ist keine... Nichts mehr. Okay, alles klar. Weiter. Sehr schön. Ach, da liegt Cloud. Oder die Cloud. Hi, Cloud. Hey. Uah. Cloud, sprich mit mir. Boah, sieht ein bisschen fertig aus. Ist schon okay. Und da ist Zeng. Zeng. Da entlang. Schnapp der Holländer. Angel erwartet dich ebenfalls. Oha, oha, oha. Es wird kommen, es wird kommen, es wird kommen. Eine emotionale Schuppe, die DBW verstärkt. Ich wollte gerade fragen, ob ihr noch ein Safe Point ist. Nicht Kampf. Leute, im Ernst. So, und. Tschüss, Mann. Mein Gott, ich wollte keinen Kampf haben. So, weiter geht's. Stock 1. So, Badehaus. So, ich glaube, wir müssen auch noch ein Safe Point sein, bevor wir jetzt weiterkommen hier. Da ist eine Materia drin, ne? So, die werde ich jetzt aber nicht holen. Das heißt, wir werden erstmal weitergehen. Dann müsst ihr nämlich zurück das Wasser ausschalten, lieber Blob. Und das ist Hammer viele Aufgaben. So, und shit, eine Phasenmodulation. Das ist im letzten Moment gerade mit meinem Angriff, sogar. Huch, warum so hektisch? Hab Materia gesucht. Jetzt komme ich zu spät zum Einsatz. Verstehe. Doch seit wann triffst du Einsätze ohne Schwert an? Du bist und bleibst ein Welpe. Ja, Zack, du bist ein Trottel, ey. Ohne Scheiß. Okay. Und die 6 Materia levelt. Unser Stärkeverstärker perfektioniert. So ein Orbital. Und Schuss. Ja, es wäre nicht mehr gekommen, weil wir halt, wie gesagt, gerade im Angriff waren. So, einmal ablegen den Stärkeverstärker. Dann werde ich was anderes fusionieren einmal. Und die Stärke da rein tun. Und ich werde, denke ich mal, Barriere sogar nehmen dafür. Weil ich glaube, in dem Fall wäre das nicht mal so schlecht. Z-Barriere wäre das denn? Ah, das ist kacke. Das ist echt kacke gerade. Was mit Analyse? Stärkeverstärker 9, das bringt auch nichts. Warte mal, was haben wir denn noch hier so Schönes? Sag mal, kann ich das... Ich habe eine Idee, vielleicht klappt das ja sogar. Vielleicht klappt das ja sogar. Wenn ich das Vita rein fusioniere, vielleicht klappt das ja. Weil Vita ist stärkerer... Ups, Vita ist ein stärkerer Zauber als hier Stärkeverstärker gerade. Es gibt ja mehrere Stufen bei den Zaubern. Da wäre der Regina. Was zur Hölle? Warum? Oh, ich raste aus hier, ey. Ich raste aus. Was wäre der Z-Barriere und Stärkeverstärker denn? Element Shots. Okay, was ist das? Will ich nicht. Ich will das nicht. Das ist doch doof. Das ist doch da kacke jetzt. Das ist doch richtig scheiße. Das geht mir auf den Keks gerade. Wir haben auch keinen weiteren Stärkeverstärker. Das ist ein bisschen kacke. Wenn wir, ja, da wird auch noch Stärke. Boah. Das ist jetzt scheiße. Ich kann es nicht reinfusionieren gerade. Achilleshieb Stärke. Okay. Dann machen wir es so, mach alles Achilleshieb da raus. Okay, so. Nehmen wir Achilleshieb einmal mit und dann. So, das. Und einmal den Vitra wieder. Das Vitra. Vitra. So, passt schon. Ach fuck, ich hab's nicht sortiert. Heilsachen. Angriff. So, zack. Ist in Ordnung so. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter hier hoch. Aber Leute, ich sehe gerade, die Zeit ist gleich abgelaufen. Na, das ist ein Safe-Mod. Dann passt das, wenn wir hier vorne den Part beenden. So, dann mal kurz die Mails abchecken und dann werde ich den Part auch beenden.
Das Dorf im Schnee. Dieses Mal hat es sich also mit Dioheim verschlagen, was? Du musst doch nah an diesem Permafrostgebiet liegen, wenn ich mich nicht irre. Wie ist das gleich noch? Ach ja, Eistapfenfort. Einige nennen es auch Eishackel Inn. Ist bestimmt gut kalter, was? War damals aussichtsreich im Marco-Fördergebiet, die Gebiet. Und Shinra hat auch ordentlich Geld reingepumpt, um technische Anlagen zu errichten und so. Da lebten viele Ingenieure und Forscher. Doch als das geplante Reaktor dann noch nicht realisiert wurde, sind alle ausgeflogen. Jetzt soll Medioheim eine echte Geisterstadt sein. Und scheinbar spukt es da in letzter Zeit auch wirklich. Gehen wir jedenfalls wohl einige komische Dinge vor sich, habe ich gehört. Da es sich so gut wie keine Menschen sich hintraut, wäre dort geradezu perfekt eine Anti-Shinra-Organisation. Ja, stimmt, hast du recht, mein Freundchen. Lieber Soldatkämpfer, ich danke euch für eure täglichen Mühen. Doch seine einzig auf Schnellerfolg ausgerichtete Filmpolitik hat Shinra an vielen Stellen Elend vorgerufen. Dies Elend ist die dunkle Seite Shinras, der sich der Präsident und Vizepräsident stellen müssen. Zwar sind wir auch Opfer des Schatten geworden, doch als aufrichtig Angestellter ist es unsere Pflicht, Verantwortung zu übernehmen. Und ich weiß, dass ihr dazu gehört und ohne meine Fehler in der Lage sein werdet. Es liegt ganz an euch. Gut, Leute. Ich würde sagen, wir beenden den Part an dieser Stelle und im nächsten Part werden wir hier weitergehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.